Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und 1860 München. Oh ja, hier nochmal ein Blick auf die Marktwerte unserer Spieler, Bilal zum Beispiel und so, die müssen ja alle nochmal ein Pünktchen machen, wäre ganz schön. Heute steht Champions League an gegen ZSK, für uns läuft die ganz gut die Saison. Nefkara wird aber nicht spielen, sondern Aurelio. Und sonstigen ist eigentlich gut Startelf dran. Nicht komplett geklappt, Nefkara zum Beispiel nicht. Hier seht ihr Politano und sowas, die ganzen jungen Leute, die wir noch haben. Ja. Schindler und Papp. So. Für Korkmaz Kötze. Und dann kommt Havertz. Ihr seht, die Leistungen von unserem guten Adlungen sind weiterhin nicht so gut. Er baut halt momentan ab, das kann man, muss man halt einfach so sehen. Ich meine, man kann sich das nicht mehr schönreden irgendwann. Und in dem Fall baut er halt wirklich ab. Es ist halt schade. Aber dagegen kannst du halt nichts machen, dass dann irgendwann mal auch vorbei ist. De Jong hat gestern gespielt, das heißt Newcop kommt heute mit. So, wir können halt, wir haben halt die Möglichkeit viel zu rotieren. Buzzer, Aurelio, Sané und Co. In der Champions League eigentlich mit der guten Elf heute, zumindest der Versuch. Bisschen rumrotiert. Heute, wo ihr die Folge hier seht, kommt übrigens auch The Division. Ja, weil es ist die Dienstagsfolge und am Dienstag kommt The Division raus. Wir haben es schon runtergeladen und also kommt ab da The Division. Kommt aber nur am Wochenende. Es kommt nur dieses Mal eine Folge in der Woche und wir sehen uns jetzt in der Partie. Los geht's! Viva la Champions League! ZSK-Spiel gegen 1860 München. Lasst uns mal über die Bundesliga reden, die am Wochenende war. Dortmund mit dem 0:0 gegen die Bayern. Schade drum. Es wäre cool, wie sie in Dortmund gewinnen hätte können. Leverkusen mit einem Unentschieden. Werder Bremen schießt Hannover ab mit 4:1. Übel. Ja, ganz, ganz übel für Hannover. Hoffenheim kriegt seine erste Pleite unter dem neuen Trainer, unter dem jungen Nagelsmann. Ist ja wirklich eigentlich genial, wie der seine Zettelchen da die ganze Zeit in den Partien verteilt. Der Shit, was haltet ihr davon? Was glaubt ihr, wer wird absteigen? Ich sag, Hannover wird absteigen. Nur der Zweite, der direkt runtergeht, ist für mich noch nicht sicher. Werder Bremen glaube ich zum Beispiel nicht, dass die absteigen, aber es könnte noch Eintracht treffen. Die Eintracht hat sich ja von Armin Fee getrennt. War aber zu erwarten. Ich meine, wenn man keine Leistung bringt. Falls ihr jetzt momentan nach Rollenspielen sucht, nach günstigen Action-RPGs wie Diablo, kann ich euch Grim Dawn empfehlen. Große Empfehlung. Spiel ist zwar auf Englisch, aber es lässt sich relativ leicht auf Deutsch umpatchen. Durch Community-Patch. Naja, es ist kein richtiger Patch, es ist einfach eine ZIP-Datei, die dann reingezogen wird. Dann ist das Spiel auf Deutsch, dann lässt sich das auch für den Otto-Normalverbraucher, der kein gutes Englisch kann, ordentlich spielen. Es geht halt hauptsächlich an die Fähigkeiten der Charaktere, die sind nämlich ordentlich schwierig zu lesen. Ja, ich hatte empfohlen bekommen, doch mal den Ball auf Rot zu schalten, wenn es schneit, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Bis eben ist mir gar nicht klar gewesen, dass es heute schneit gegen ZSK. Die müssen heute Gas geben. Aber ich glaube nicht, dass Ligia das Spiel gewinnen kann gegen Atletico, auch wenn Atletico bis jetzt nur ein Unentschieden hat und sonst nur Niederlagen. Glaube ich nicht daran. Da wird Aurelio aber hart festgehalten, du. Der ist nicht schlecht, aber es ist halt Schnee. Und der Ball wird halt nicht langsamer. Im Schnee. Das ist halt eine kleine Problematik, die wir da gerade hatten. Schön sehen konnte. Sané. Guter Zweikampf. Und das wiederum, da gucke ich auf Aurelio und dann war es schon vorbei. Da war klar, da geht gar nichts gerade. Tosic wird von Papp einfach abgedrängt. Aber Papp ist zu beschissen technisch, um das dann gut zu machen. Hammer. Der Wahnsinn. Du stehst vor dem und willst mich verarschen. Dann stolperst dann weg. Lächerlich. Muss du haben.
Top-Parade von Dragowski, auch wenn es wahrscheinlich nicht gewollt war. Also nicht so gewollt war. Er konnte dann nur noch einen Reflex machen, der war gut. Davor das vom Papp war es nicht. Gabriel. Schön gespielt auf Bazur. Der kann sich leider nicht durchsetzen. Bazur, ja, eurer Meinung nach ein guter Sechser diese Saison. Der tritt auch jetzt den Standard hier herein. Der kommt gar nicht schlecht. Garel an den Pfosten. Gar nicht schlecht. Das war eine erste richtig gute Gelegenheit von uns hier in der Partie. Und dann auch noch durch den Außenverteidiger Garel. Ja, Kötze ist kein guter Passgeber, wissen wir alle. Aber da war auch nicht viel, was ich gut an hätte, gut anpassen können. Er wird wahrscheinlich in der Halbzeit von mir gewechselt. Ist für mich kein guter Spieler, Kötze mehr. Wir brauchen, also wenn wir geblieben wären. Wobei, in der Winterpause werde ich wahrscheinlich einen Ersatz-Linksverteidiger kaufen. Bazur! Drin das Ding! Seine Form hält an. Durch Sané vorgelegt, hat er selbst vorbereitet hier. Auch wenn der Ball da gar nicht auf Sané kommen sollte. Abgefälscht, Sané dann mit der Vorlage. Bazur mit dem Tor. Jetzt wird's schwierig. Wir haben uns in der Champions League, wir haben noch nie eine Champions League Führung aus der Hand gegeben. Drittes Champions League Tor im fünften Spiel, das ist echt stark von unserem Sechser. Ich weiß nicht, die scheinen die nicht richtig auf der Rechnung immer zu haben, Bazur. Dabei sollte inzwischen klar sein, dass der ein richtig guter Spieler ist. Aurelio macht seinen Job gar nicht so schlecht. Muss heute Nefkara ersetzen. Ach, Leverkusens 3:3 wollte ich auch mal drüber reden. Mit Kuhs allerersten Dreierpack. Sonst fällt mir nur noch Son ein, der das jemals geschafft hat. Aus dem asiatischen Raum. In der Bundesliga. Wow, Aurelio ist schneller als der. Dein Ernst? Aurelio ist nie schneller als irgendwer anders. Ruben Neves. Ja, der wird hier gejagt. Aber nicht gut gejagt. Gabriel, ja, die Idee war zu easy abzufangen. Ah, verflixt. So, müssen gar nicht so viel laufen. Können die einfach mal ein bisschen laufen lassen. Ahmed Musa. Ach Mensch, so ein Quatsch. Und da ist der Ball bei uns. Naja, fast. Schindler, starker Zweikampf. Naja, Aurelio halt. Ist halt kein schneller Mann. Da macht Schindler einen Fehler in der Bewegung. Garel drücken weg. Schön gemacht. Einfach nur dem Mannen im Weg gestellt. Bazur. Der war nicht gut. Da wie die da stehen mit den Ketten davor. Ich komme ja gar nicht richtig vorbei. Bazur. Wunderschön auf Ruben. Er kann auch kicken. Brauche aber zu lange, um den Ball dann richtig ordentlich zu kontrollieren und so komme ich nicht vorbei. Schade, Bilal mit dem Versuch. Schöner Einsatz. Sané abgefälscht, Ecke. Ich hätte auch nochmal auf Aurelio liegen können. Zu eigensinnig da. Die Flanke kommt gut. Bazur steht richtig gut.
macht's aber nicht wirklich gut. Wow. Ein grausiger Pass. Was war das denn für eine Animation? Guter Pass auf Aurelio. Schlechter Pass von mir. Mit Aurelio. Schindler heute stark. Schlechte Ballannahme und dann kommt halt sowas. Kann gerade nicht viel passen. Ich gucke auf die Bewegung, keiner hat sich bewegt. ZSK steht hart defensiv. Wie sieht's denn aus mit Atletico? Atletico führt mit 2-1 gegen Warschau. Juve liegt hinten gegen PSV, das ist interessant. Wolfsburg, Celtic, Wolfsburg muss gewinnen, sonst ist das Ende für Wolfsburg hier. Aurelio spielt nicht gut, ja, habe ich gesehen. Ruben Neves ist okay, mehr aber auch nicht. Gabriel kriegt halt fast nie Bälle, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Flanke ist nicht gut gewesen, das kann er nicht gut, da hat er lang gebraucht, um den Ball anzusetzen, deswegen ist daraus gar nichts geworden. Hey, nach oben. Das war ziemlich offensichtlich. Was auch offensichtlich ist, dass wir heute nicht so gut passen, konnte man gerade sehen. Wow. Eigentlich ein klarer Zweikampfgewinn. Bilal. Wow, kein Durchsetzungsvermögen da. Sané sieht's nicht kommen irgendwie. Richtig geil gespielt. Aber wenn der reingeht, haben wir das richtig verkackt. Garcia geht raus, Aurelio geht raus. Spielt das schlecht. Basler kommt rein, Aurelio geht raus und Newcop kommt rein. Kötze geht raus, ich brauche einen besseren Verteidiger. Nicht so ein schön Fußballer, wie Kötze das ist. Sondern eher ein Abräumer da hinten jetzt, der gebraucht wird. Schlechter Pass von Bilal. Unglaublich schwer überhaupt daran was zu machen. Papp, Kopfballsieger. Wieder keine gute Aktion. Sané jetzt mal hier mit richtig Tempo. Sané drin. Hat sich nicht mehr angedeutet, dass wir hier die Führung machen. Aber da ist, dass wir die Führung ausbauen. Aber Sané dann... Und dann ist es Ruben Neves, der so hart im Weg steht, glaube ich, dass man hier... Er wird getunnelt. Interessant, Ruben Neves springt über den Ball drüber. Trotzdem eigentlich ein Abseits. In der Realität. Sané macht's gut. Kümmert uns relativ wenig gerade. Erstes Champions League Tor. Gabriel ist der Nächste. Der rausgeht für die Bundesliga. Nicht mehr so dramatisch. Hier hat Hamburg als Nächstes.
bei uns zu Hause. Wir haben unseren Sold eigentlich so gut wie erfüllt gegen ZSK. Dementsprechend geht unser Bester raus. Eigentlich unser Bester, heute unser Bester, klar, Basur. Solanke nochmal die Chance, auch Champions League Tor zu schießen. Basur richtig stark in der Partie heute. Ein Albtraum für die Gegenspieler. Ja, kommt gerade nicht viel von ZSK. Wir haben hier gerade irgendwie die Luft damit rausgenommen mit der Aktion. Newkop. Schönes Ding, Newkop. Das war so scheiße gemacht. Ich lade voll auf und das ist das, was er dann daraus macht. Wow. So Lanke drin. 3:0. Vorlage Ruben Neves. Bilal. Newkop. Ruben Neves. So Lanke. Er ist auch momentan in Form. Und trifft. Und trifft und trifft. Das 3:0 dürfte das hier besiegelt haben. Auch schon dritte Champions League Tor, nicht schlecht. Ich glaube Gabriel hat in der Champions League Saison noch gar nicht getroffen. Oder wenn dann nur einmal oder so. Starker Zweikampf von Ruben. Ach, das ist Havertz. Ha. Umso genialer. Bilal, boah, was für ein Pass. Was für ein Pass. Das konnte Newkop dann nicht mehr toll verwerten nach dem schönen Passspiel hier. Sané. So Lanke. Ja, Bilal meckert ein bisschen, hätte gern nochmal den Ball gehabt. Da kommt Newkop. Mach ich nicht gut, aber Newkop ist auch kein überragender Spieler. Dem ist das schwierig, dann mal was zu machen mit dem Ball. Schöner Zwischengang von Basur. Geht halt nicht sonderlich viel für ZSK mehr. Klar, dass das abseits war, aber komisch, wie unsere Leute da standen, ehrlich gesagt. Schindler. Boah, der Ball braucht 100 Jahre, um zu Havertz zu gelangen. Papp. Abseits. Aber Papp gut dazwischen gegangen. Ruben Neves, der haut ihn sogar rein. Aus Seewinkel darf das nicht passieren, aber Ruben Neves, eine Vorlage, ein Tor. Auch er heute super drauf, dann in der zweiten Halbzeit, aber das darf nicht reingehen. Natürlich Sané hier, aber das darf nicht reingehen, ohne Witz, das darf nicht passieren. Ich meine, das hat Raphael auch gemacht hier mit Gladbach gegen Hoffenheim. Diesen Schuss aus der Distanz so paff direkt reingenagelt. Ich weiß gar nicht. Gladbach gegen Hoffenheim, war das das? War das das Spiel? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf heraus. Auf jeden Fall hat Raphael auch so ein Ding gemacht aus dem Winkel. Einfach drauf gehalten. Ach nee. Na doch. Weiß es wirklich gerade nicht. War das? Sané ist viel schneller am Ball. Da verspringt ihm der ganze Kram nochmal.
schöner Pass auf Solanke. Sani! Na, Basel ist müde. 4-0. Gewinnt 1860 München das Champions League Spiel gegen ZSK Moskau in der Gruppenphase. Damit sind wir jetzt durch. Als Gruppenerster auch. ZSK war das einzige Team, was noch an den Zettel drankommen können. Das hat sich jetzt erledigt. Mit dem 4-0. Vor allem in der zweiten Halbzeit der total aufgedrehte Ruben. Ein Tor, eine Vorlage. Könnte Basel noch überholt haben. Dank toller Leistung in der zweiten Halbzeit. Ruben, super Spiel. Basel hat als 6er und als 10er funktioniert. Das ist die Erkenntnis des Tages. Richtig genial. In der ersten Halbzeit gab es erstmal nicht so viel von uns zu sehen. Das hier war halt eine lustige Aktion von Garey, wenn der reingeht. Da haben wir uns dann offiziell angemeldet. Und dann kam halt auch das Tor. Sani, Basur. Sani hatte auch ein Tor und eine Vorlage. Ruben hat ein Tor und eine Vorlage und Basel hat, glaube ich, ein Tor und eine Vorlage. Das war natürlich eine Situation, da kann man schon mal das 1:1 machen. Und dann Sani selbst den 2:0. Dann ist es Neves auf Solanke nach seiner Einwechslung und der macht's auch. Und damit noch nicht genug. Nochmal Neves selbst. Und wieder Sani. Sani müsste besser Spieler sein. Sani, zwei Vorlagen, ein Tor. Heute super Champions League Spiel von ihm. Und dann war es eigentlich vorbei. Ja, 9,5 für Sané, 8,6, Basel 8,3, richtig gute Partien. Gabriel war auch stark, hat eine Torvorlage gehabt. Ja, Gabriel wieder wichtig fürs Spiel. War eine Zweikämpfe, Schindler wieder stark. Ist halt so sein Ding, mal aus der Reserve zu kommen. Garell super gespielt heute, war vollkommen okay. Newkop auch vollkommen okay. So muss das. Atletico gewinnt gegen Legia Warschau. Für Atletico gut, Atletico braucht den Sieg. Und für uns war das eigentlich ganz interessant nochmal, meine Rolle im Verein. Ja. Ja, wie gesagt, für uns war das nochmal eine ganz interessante Partie. Monatsbericht unserer Jugendmannschaft. Hier seht ihr sie. Der ist interessanter Spieler mit dem linken Mittelfeld. Nicht so sehr interessant, er hier schon. Hier ist aber viel Begabtheit dahinter und er ist 15 noch. Das hier ist geil. Der junge Mann, der Angreifer hier ist mega genial. Niederlechner habe ich ja schon 100 Jahre lang versucht, aus der Mannschaft nach oben zu ziehen. Der Brasilianer hier, der wird richtig genialer Mann. Da können wir auf jeden Fall mal was pumpen. Nationaltrainer auf Härte lehnen wir ab. Wir ziehen ja eh so viele nach oben, wie das dann hinterher möglich ist. Ja, Adam Lang könnte wirklich dann... Lol. Gott, damn it, ich Idiot. Das habt ihr gesehen, richtig genial gemacht von mir, kennt man schon. Holy shit. Aber jetzt Neuseeland. Was zum Henker, ey. Sind dieselben Spieler. Ich habe einmal zu viel Kreis gedrückt. Spieler des Monats ist nicht bei uns. Lewandowski. Was für ein Arsch. Gucken wir uns den mal an, den können wir mal beobachten. 1,70 ist nicht gerade der Spieler, wo ich sage, geil, 1,70, bester Mann. Riedwald hat sich verbessert. Jopp, das ist geil. Ruben Neves ist auch kurz vor der nächsten Verbesserung. Wie gesagt, ansonsten ganz gut für uns. Boah, der eine Punkt, ne? Für die Bayern, die einfach in uns kleben, wie die Pest. Ja. Champions League, wie sieht's da jetzt aus? Da müsste jetzt eigentlich alles geklärt sein. ZSK
durch die Niederlage ist es nochmal spannend, weil Atletico spielt gegen uns. Eigentlich, das wird schwierig. Also ZSK hat es noch in der eigenen Hand, muss nur gegen Legia gewinnen. Und dann ist das eigentlich erledigt. Atletico muss jetzt gewinnen gegen uns, das wird interessant und vor allem schwer. Chelsea und Neapel sind auch schon durch. Juve und Wolfsburg. Wenn der direkte Vergleich gegen Celtic gewonnen worden ist, kann nicht mehr aus der Europa, kann nicht mehr in die gar keinen internationalen Wettbewerb mehr kriegen. Also die werden auf jeden Fall Champions League oder Europa League spielen. Barca ist durch und sowas von klar. 15-5-4-3. Wow. Bayern ist durch. Ja, Bayern ist durch. Ajax nicht. Liverpool kann noch mitkommen. PSG ist... Okay, Hertha ist schon raus. Sogar nicht mal Europa League mehr möglich. Mit nur einem Unentschieden und nur zwei Toren. Hertha war einfach nicht für die Champions League gedacht. Die hatten einfach eine starke Saison und dann war es das. Ja, Valencia ist durch und PSG und Gala machen es noch unter sich. Gala wäre mir lieber. Ich habe noch nie gegen den türkischen Verein in FIFA gespielt. Seit FIFA 2011 oder so, weil die seitdem nicht mehr geschafft haben, stark zu sein in FIFA. Hier ist auch klar, Sevilla und Man City. Benfica ohne Sieg, nur mit einem geschossenen Tor. Ja, zu Recht weg. Bordeaux kann auch Spartak einholen und Man U ist eigentlich durch. Ja, ja, Man U ist auf jeden Fall durch. Porto ist raus, kann nicht mal mehr in die Europa League reinrutschen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen wieder dann gegen den Hamburger Sportverein in der Bundesliga. Bis dahin, haut's rein. Ciao, ciao!